hallo, es ist Menschen Meier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Upsala. Ja, heute geht es um das schöne Thema, ich komme nicht weiter, oder gefühlt nicht weiter mit meiner Entwicklung, mit meinem Liebeship. Und genau, schaut mal in meinen neuen Datingkurs für Männer rein und wenn ich das hochlade, kann man wahrscheinlich gerade noch so in die Selbstliebe-Challenge Advanced einsteigen. Alles auf liebeschipp.de. Ja, genau, du hast, das ist jetzt eine Nachricht von Natascha Kalaschka und ja, es kommt so ein langer Vorspann, den lasse ich mal aus. Also kann man mal zusammenfassen mit eine Beziehung geführt mit jemandem, der total traumatisiert ist und dann beschreibst du dein Leben als auch wirklich auch von den Geschichten, die ich sonst so ankriege, krass. Nur Trauma. Lasse ich mal außen vor, es sind einfach zu viele Details und will auch niemand antriggern. So. Und genau. So, da bist du irgendwann auf meine Kurse gestoßen, ich glaube mal 2018, so seit dem Liebeship-Kurs Sommer 2018 bin ich in verhaltenstherapeutischer Behandlung. Ja, das ist auch immer eine gute Idee, dann auch mal jemanden zu haben, mit dem man jede Woche reden kann. Ja, und Verhaltenstherapie geht vielleicht besonders gut zusammen mit meinen Kursen. So, ich habe gemeinsam mit meiner Therapeutin viel erreicht in Bezug auf Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge, Selbstliebe. Ja, ist auch immer wichtig, wenn man so viel Trauma im Leben hatte, dass man auch das Thema Schuldgefühle mal anguckt. So, also sowohl Schuldgefühle, die man mit sich selber hat, als auch Schuld, die man anderen gibt. Dass man sich das mal anguckt. Und also, dass man da das so transzendiert sozusagen und auch mal abschließt und loslässt irgendwie. Genau. Ich habe eine gesündere Wahrnehmung in Bezug auf meinen Körper und die soziale Phobie habe ich gut im Griff. Ich erkenne schädliche Verhaltensweise im Tagesverlauf und kann immer häufiger sofort eingreifen. Das ist schön und ich freue mich sehr, wie gut das stellenweise klappt. In Bezug auf Liebesbeziehungen ist es jedoch nach wie vor so, dass ich es nicht schaffe, für mich da zu sein. Also ich würde mal behaupten, wenn man an sich arbeitet, sind so Liebesbeziehungen so das Letzte, was sich ändert, so leider. Weil es da einfach am tiefsten drin sitzt, irgendwie so, dass man, weil man kann, also wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne eine neue Verhaltensweise erlernen, dann gibt es da immer einen Grund, warum man das bisher noch nicht gemacht hat. Der Grund ist meistens Angst, ne? Ich habe Angst davor, wenn ich mich anders verhalte, werde ich nicht mehr geliebt, bin ich nicht mehr gut genug und das ist ein, sag ich mal so, bei Bekannten ist einem das ist nicht so schlimm, bei Freunden ist es vielleicht nicht so schlimm, aber beim Partner ist es immer am schlimmsten, die Angst. Und deswegen, meiner Ansicht nach, ändert sich das so als Letztes. Und es dauert halt immer länger, als man denkt, so, ne? Denkt man immer, oh, jetzt habe ich alles verstanden und boah, noch eine toxische Beziehung, ah, jetzt habe ich alles verstanden. Und ich weiß nicht, ob das momentan an den Zeiten liegt, hier mit, sagt man ja auch, viel hier Umschwung, neue Erde kommt in eine neue Phase, neue Dimensionen hier, ob dann das Universum sagt, so, wir prügeln das nochmal überall rein, dass ihr euch weiterentwickelt, ich weiß es nicht, kommt mir immer so vor, aber wie auch immer, es ist immer, dass man was gespiegelt bekommt, dass man halt noch einen Schritt gehen darf und es ist leider, glaube ich, kein Erholungsplanet hier, das ist zwar wunderschön, die Erde, aber ich glaube, es ist ein krasser Trainingsplanet, ja, wirklich, ja. So. Ich schiebe permanent meine eigenen Bedürfnisse zur Seite, mache alles, damit der andere sich wohlfühlt. Bis an den Punkt, wo mein kleines inneres Kind sich zu sehr vernachlässigt fühlt, rebelliert und die Beziehung beendet. Ja, also wenn du das soweit klar hast, ist das schon mal gut. Ich weiß mittlerweile, woher das kommt, dass sich die Erlebnisse meiner Kindheit in jeder Beziehung wiederholen. Aber all das Wissen schützt mich nicht, dass es wieder und wieder passiert. Ich hatte dann nochmal eine Beziehung zu jemand anders, den ich über Freunde kennenlernte. Mein Alter, fester Job, Fernbeziehung. Wir haben uns nur 2 bis 3 Mal im Monat gesehen.
Und auch, wenn ich das richtig verstehe, so über die Ferne zusammen Filme geguckt, Videospiele gespielt. Ja, coole Idee. Es hat Spaß gemacht und ich mochte die Art, wie er antwortete. Aber jeden Abend bis in die Nacht telefonieren ging an meine Substanz. Ja, auch da gilt es, Grenzen setzen, ne? Weil wolltest du das wirklich so viel telefonieren oder hast es ihm zuliebe gemacht, so, ne? Ich habe einen wichtigen Job und bin dadurch bei der Arbeit sehr müde und unkonzentriert. Es hat mich viel Überwindung gekostet, ihm das zu sagen. Ja, aber genau so geht's. Großartig. Und das konnte ich auch erst, als es richtig schlimm war. Mein Freund hat es trotzdem lange Zeit nicht verstanden, wie ernst ich das meine und sagte Dinge wie: Hast du heute schon genug getrunken oder geh doch mal spazieren? Okay, das ist ein. Da habe ich mich gefühlt, als ob meine Mutter mit mir spricht, ja, verständlicherweise. Das hat mich echt genervt. Ich konnte ihm es aber nie sagen. Ja, aber das sind die Sachen, also das fällt selbst mir noch schwer, manchmal immer wieder auf den Punkt zu sagen, ich brauche jetzt das, ich brauche jenes. Also ich kenne auch keinen, ehrlich gesagt, der damit überhaupt keine Probleme hat. Es sei denn, man ist, weiß ich nicht, in einer Beziehung, die einem nicht so wichtig ist, man ist vielleicht krasse Minuspol, es ist ihm alles, einem alles egal und ich weiß es nicht, aber so, wenn jemand wirklich in einer Beziehung ist, wo einem der andere wirklich was bedeutet, dass man das überhaupt nicht hat, dürfte bei den wenigsten der Fall sein, so. Also sei da geduldig mit dir, ne? Sei nicht so streng mit dir, ne? In manchen Streitsituationen konnte ich benennen, dass ich etwas nicht gut fand, jedoch bekam ich dann permanent Rechtfertigung zurückgeschleudert anstelle einer einfachen Entschuldigung. Kenne ich von meiner Familie. Ja, das ist ja, finde ich, habe ich auch schon mal ein Video, glaube ich, zugemacht. Wenn sich jemand nicht entschuldigen kann, ist es einfach unfassbar anstrengend. Das ist immer wieder, was ich auch in Paarsitzungen immer wieder sage, wenn jemand da vielleicht irgendwie Scheiße gebaut hat, wenn jemand, das ist aber auch in der Politik so, wenn jemand einfach mal sagen könnte, ja, ich habe Scheiße gebaut. Dann ist es doch sofort vom Tisch fast, ne? Weil er sagt, ja, war Kacke, tut mir echt leid, war wirklich Kacke, ne? Aber immer dieses Rechtfertigen, das ist so fucking anstrengend, ne? Immer wieder, wenn jemand, wenn du was gesagt hast, ja, aber du hast, das war nicht in Ordnung von dir und dann ist immer wieder sich gerechtfertigt wird, was natürlich sein Thema ist, dass er das Gefühl hat, wenn er einfach sagt, ja, habe ich, war so, denkt wahrscheinlich dein Freund oder Ex-Freund, dass er sich dann nicht geliebt fühlt, wenn er das so zugeben würde. Das ist dann wieder seine Dynamik. Aber es ist so anstrengend, so zu kommunizieren. Da kommen wir auch irgendwie nicht so richtig weiter, ne? Er sagt, dass er mich liebt und wollte, dass ich zu ihm ziehe diesen Sommer. Naja, also aus so einer Fernbeziehung mit solchen Themen dann zusammenziehen, sehr gewagt. Aber manchmal kommen die Dinge dann auch schnell auf den Punkt. So. Aber das würde ich dann als Probe machen höchstens. Ich sagte nein, weil ich mir nicht sicher genug bin, um so einen Schritt zu machen. Ja, guck mal, du kannst sie doch abgrenzen. Und er war enttäuscht. Ja, dann ist er enttäuscht. Also das ist genau, wo du hinkommen musst, dass du, das ist, glaube ich, in dir wirklich eingeprügelt, so im übertragenen Sinne, dass du wahrscheinlich schon, weißt du sicherlich, Mitgefühl mit Mami und Papi hattest und so viel Mitgefühl hattest von deinem Charakter her, dass du sie nicht enttäuschen wolltest und dann immer nicht authentisch warst, ne? Und ja, und weil das noch in so in dir einprogrammiert ist, kriegst du das immer wieder vorgelegt, damit du es weiter bearbeiten kannst, so in hoffentlich immer kleineren Dosen. Und ja. Da würde ich jetzt mal so sagen, dann ist er halt enttäuscht. Ja, geht davon die Welt unter? Also, nein. Und wenn du jemand nicht sagen kannst, also wenn du das nicht sagst, solche Sachen, verlierst du den Spaß an der Beziehung. Also es ist alternativlos. Ist völlig alternativlos, ne? Aber du machst es doch, du übst es doch. Wie schaffe ich es mir zu erlauben, mich selbst zu sein, wenn ich in einer Beziehung bin? Ja, du hast, glaube ich, eins, das Problem habe ich auch immer, oder habe ich teilweise immer noch, diesen super hohen Anspruch an dich selber, ne? Du hast, glaube ich, auch einen starken inneren Antreiber und bist jetzt so weiter, 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 weiter. Aber hier geht alles langsam auf der Erde, ne? Das ist, Materie ist sehr langsam hier und, also, das, oder auch,
Gedankenstrukturen verändern sich nicht von heute auf morgen. Und also, du machst nichts falsch. Du hast eine echt absolut traumatische Kindheit gehabt. Hast da einen vollgepackten Rucksack. Und du gehst halt jetzt so deinen Weg. Und Zeit spielt da keine Rolle übrigens. Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Also, wie lange du dafür brauchst, spielt überhaupt keine Rolle. Und du machst es nicht besser. Darauf würde ich gerne hinaus, wenn du dich so unter Druck setzt. Weil Selbstliebe, das kann sich jeder immer wieder sagen, fängt da an, sich zu lieben, da wo du jetzt gerade bist, dass du wirklich mit dem Augenzwinkern sagst, ha, ach Mensch, konnte ich wieder nicht sagen und ach shit, habe ich wieder nicht hingekriegt, was soll's, probier es nächstes Mal wieder. Oder da habe ich es hingekriegt und da nicht, super, hey, cool. Aber du bist mit dir selber wie so ein ganz strenger Coach, der dann immer so, was denn jetzt? Weiter, 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 los, versteh das mal. Das hilft aber der Sache nicht. Das ist eher, dass du es damit schwieriger machst, so. Ja. Warum bekomme ich jetzt nicht hin zu sehen, was ich brauche und mir es dann zu nehmen? Also, du siehst es ja. Und wie du an diesem Beispiel siehst, hast du das ja auch schon. Also, du übst es ja. Und vielleicht gehen darüber noch ein paar Beziehungen ins Land. Ja, so what? Also ich glaube, so alt bist du. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber ich glaube, so alt bist du nicht. Und ach ja, da, Mitte 30. Ja, ey, du hast noch 80, 90 Jahre vor dir, wo du das noch üben kannst. Also das Zeit spielt keine Rolle, wirklich. Das ist versuch, den Weg zu genießen. Das ist auch immer wieder dieser spirituelle Kurs übrigens gut, Spiritualität und nice, geiles Leben, das, wo es auch darum geht, wirklich diesen Weg zu genießen. Denk nicht immer nur, du musst irgendwo ankommen. Aber wir kommen sowieso nirgendwo. Also es wird mit 80 noch Themen geben, es wird mit 90 noch Themen geben. Leben ist hier so programmiert. Das hört nie auf. Deswegen fange jetzt an, deinen Weg zu genießen, so sehr du es auch kannst. Und wenn du es mit dem Menschen nicht genießen kannst, so aus welchen Gründen auch immer, weil es zu schwer ist, weil er dich zu sehr anträgert, kannst du überlegen, ob es das Richtige ist. Und dann ist vielleicht in der nächsten Beziehung, das hast du vielleicht jemanden, oder vielleicht ändert der sich da auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber passt so. Hast du vielleicht jemand, der es besser nehmen kann, der auch Lust hat, so an sich zu arbeiten, ne? Hat der jetzt, weiß nicht, ob dein aktueller Freund das so hat, aber es ist wirklich irre anstrengend, wenn jemand sich immer nur rechtfertigt. Und versuch, den Weg zu genießen. Mach dir ein nice, geiles Leben, freu dich an deinem Job irgendwie, mach coole Sachen, leg nicht zu viel Wert auf Liebesbeziehungen, so, und ja, so, weil versuch wirklich jeden Tag zu genießen. Das ist wirklich eine Rate, die ich dir geben kann, so. Und nicht immer, oh, ich muss jetzt da ankommen, ich muss da ankommen, ich muss da ankommen. Ich vermute mal, also du hast wirklich eine extrem traumatische Kindheit gehabt, dass du schon ganz viel erreicht hast. Und aus irgendwelchen Gründen ist dein Rucksack total vollgepackt gewesen. Beim einen ist er voller gepackt, beim anderen, andere haben vielleicht ein ruhigeres Leben hier, die haben sich vielleicht weniger vorgenommen, weiß ich nicht. Du hast dir scheinbar ganz viel vorgenommen, du hast einen vollgepackten Rucksack und du hast da bestimmt schon, vielleicht hast du die Hälfte schon ausgepackt. Aber weil da so viel drin ist, ja, dauert es eben jetzt noch die zweite Hälfte auszupacken. Aber ey, nimm es mit dem Lachen, ey. Lach drüber, genieß dein Leben und sieh mal, mach wirklich mal jeden Tag so eine Dankbarkeitsübung, dass du mal aufschreibst, Mensch, was habe ich schon, wofür bin ich dankbar, was habe ich schon erreicht? Weil wenn ich diese Latte, was ich jetzt alles nicht vorgelesen habe, an Problemen sehe, die du hattest, da bist du echt schon weit gekommen und nur du bist viel, das sehe ich auch an dem, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, du bist viel zu streng mit dir. Viel zu streng und siehst dich viel zu negativ, so. Und auch das ist ein Teil von Selbstliebe. Es ist einer der wichtigsten fast, ne, die man aber trotzdem oft nicht sieht. Ne? Man denkt an Selbstliebe immer nur mit, ja, ich tue mir was Gutes oder so, aber dieses sich nicht so streng sehen, das ist ein ganz wichtiger Teil von Selbstliebe, so, ne? Und auch wenn ich das jetzt sage, dann denkst du vielleicht, oh Gott, wie krumm habe ich das noch nicht gesehen, dass das so wichtig ist. Auch das wieder mit Selbstliebe annehmen, ne? Immer wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ach ja, was soll's. Ich gebe mein Bestes. Weil mehr kann man von keinem Menschen verlangen, dass er jeden Tag versucht, eine gute Version seiner selbst zu sein. Und wenn es mal ein Tag ist, wo du das nicht versuchst, ist auch egal, ne?
So, wo genau, warum komme ich jetzt nicht hin zu sehen, was ich, wo genau ist der Denkfehler? Ja, es gibt eigentlich keinen Denkfehler. Ich glaube, es geht einfach nicht in dem Tempo, und dass du das gerne hättest, so. Das ärgert mich wahnsinnig, ja, aber dieses Ärgern ist auch ein Anteil von zu streng zu dir, ne? Dazu kommt, dass ich sicherlich auch nicht gerade die einfachste Freundin bin. Ey, mal ganz ehrlich, wer ist schon ein einfacher Freund? Ich weiß, die ganzen Pluspole denken das immer häufig, dass sie so einfache Freunde sind. Sind sie auch wahrscheinlich auch nicht. Weil man kann immer leichter sehen, was mit dem anderen nicht in Ordnung ist, als bei sich selber. Ja, dann bist du eben nicht die einfachste Freundin. Aber ich kann jetzt aus diesem Text nicht sehen, was dich zu einer schwierigen Freundin macht. Ganz im Gegenteil, vermute mal, dass du dich eher zu sehr versuchst anzupassen. Und dann, weil du dich, das weißt du aber, weil du dich zu spät abgrenzt, wird es dann vielleicht relativ heftig und dann wird es vielleicht schwierig. So viele meiner Ex-Freunde sind fremdgegangen, haben vor meinen Augen fremdgeflirtet oder mich belogen. Ja, ich könnte jetzt auch eine Latte aufmachen, was ich schon alles im Leben erlebt habe. Ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl total gut und ich glaube, wenn auch viele kommentieren, die es auch kennen, dass man sagt, Herr Himmel, Herr nochmal, wie kann es sein? Irgendwie nochmal, nochmal, nochmal. Ja, sagst du immer wieder dem Universum, danke, hatte ich schon, danke, hatte ich schon. Und jede von diesen Beziehungen macht dich stärker, glaub mir. Also du wirst da, also natürlich kommt man nie so ganz an im Leben, aber du wirst da schon sehr stark hinkommen, wo du hin möchtest. Bin ich mir ganz sicher, weil du hast den Drive. Ne? Und ey, du bist 35 oder was, Mitte 30, also wie viele kommen auf diese Arbeit mit 50, mit 60 und ja, müssen dann auch sehen unter Umständen, oh Gott, ich habe da mein Leben lang, war ich hier krass co-abhängig oder ich weiß nicht was. Ja, müssen wir auch mit klarkommen. Ja. Also setz dich nicht so unter Druck irgendwie, du bist auf einem guten Weg, denke ich. Und du entwickelst da, glaube ich, gerade jetzt so eine gewisse Härte, die ich eigentlich ganz gut finde, gerade für Pluspole, dass man, also sobald jemand wieder anfängt, so einen Scheiß zu machen, dass man sagt, nee, alles klar, brauche ich nicht mehr, möchte ich nicht, so, ne? Also wenn es um Dealbreaker geht. Ansonsten lernst du gerade deine Standards zu kommunizieren und also ich übe das auch noch. Das alles gut. Sei nicht so streng mit dir. Das hat mein Vertrauen auch ordentlich strapaziert. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch wieder vertrauen oder glauben kann, wenn ein Mann sagt, er macht heute mal was alleine. Was kann ich dagegen tun? Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Vielleicht war noch kein Mann dabei, wo du das wirklich glauben konntest. Ich bin, beziehungsweise vielleicht findest du die Männer, die so sind, bisher noch nicht gut genug, dass du mit denen, also gut genug im Sinne der Chemie, dass du deine Beziehung mitführen möchtest. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass du dich so streng bist. Und also wenn du wirklich in einer sicheren Beziehung mal irgendwann angekommen bist, wirst du das können, ganz bestimmt. So. Beziehungsweise, weil das am Anfang der Beziehung dann noch ein bisschen schwierig, weil wenn du merkst, hey, es gibt keinen Grund, hier Misstrauen zu haben, dann wird das relativ schnell gehen. Aber erstmal vertraue dir selber, vertraue auf deinen Prozess. Weil auch das ist wie ein Anziehungspunkt nach außen, so, ne? Also, wenn du dir selber nicht vertraust, wenn du selber misstrauisch mit dir bist, könnte das auch wieder dazu führen, dass du das im Außen gespiegelt kriegst. Also, vertraue dir selber und vertraue deinem Prozess und sei nicht so ungeduldig. In diesem Sinne, wir werden uns bald.